Ja, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Leikert, es kommt nicht nur auf die Schönheit an. Wahre Schönheit ist innen. Und deswegen wollen wir uns mal den inneren Werten oder auch Nicht-Werten dieses Gesetzes vorlegen. Sie wissen, dass die Linke sich für sichere digitale Kommunikation einsetzt, gerade auch im Gesundheitswesen. Denn niemand möchte seine Gesundheitsdaten in falschen Händen sehen. Und da gibt es viel zu tun. Aber dieses E-Health-Gesetz, was Sie uns hier vorlegen, das geht in die falsche Richtung. Und deswegen lehnen wir es ab. Die Bundesregierung verfolgt weiter das Prinzip, in einer Telematikinfrastruktur große Datenmengen miteinander zu vernetzen, die dann mit der elektronischen Gesundheitskarte und einer PIN abgerufen werden können. Und weil in einem solchen komplexen System die Datensicherheit nur sehr, sehr schwer sichergestellt werden kann, deshalb wird es immer teurer und teurer, ohne absehbaren Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Sie legen jetzt weitere klare Fristen fest, bis wann welche Anwendungen am Start sein sollen. Und auch mit diesen Fristen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird dasselbe passieren wie mit der Frist zum Ende nächsten Jahres. Bis zum 31.12.2016 sollten nämlich alle Arztpraxen am Stammdatenmanagement teilnehmen. Nur die Industrie kann die Geräte nicht liefern. Und das stand heute in der Presse. Gestern hatten wir das Gesetz im Ausschuss. Und Herr Gröhe, ich bin Ihnen persönlich, von Ihnen enttäuscht, dass Sie uns diese wichtige Information, die Sie schon seit 14 Tagen haben, vorenthalten haben. Ich finde, das ist eine Unverschämtheit. Bis heute hat das Projekt die gesetzlich Versicherten schon nahezu 1,4 Milliarden Euro gekostet. Allein 100 Millionen werden jetzt noch mal fällig für den Austausch der Lesegeräte, weil die alten Lesegeräte nämlich die Gefahr bergen, dass da Daten mitgelesen werden können. Weitere 300 bis 400 Millionen wird der regelmäßige Austausch der elektronischen Gesundheitskarten kosten, denn die Zertifikate darauf veralten und halten dann neuen Gefahren für die Datensicherheit nicht mehr stand. Und überhaupt ist es zweifelhaft, ob eine solche Megadatensammlung in der heutigen Zeit überhaupt mit vertretbarem Aufwand gesichert werden kann. Ein Sachverständiger hat das ja auch in unserer Anhörung im Gesundheitsausschuss sehr klar gesagt. Ich zitiere: Im Jahre 3 nach Snowden ist eine solche Vorstellung schlicht nicht mehr zeitgemäß. Und die elektronische Gesundheitskarte ist auch kein sicherer Identitätsnachweis. Kolleginnen und Kollegen, beim Kauf einer Prepaid-Karte für Ihr Handy gibt es strengere Regeln, wie Sie sich zu identifizieren haben, als bei der Ausstellung dieser Karte. Und davon Datensicherheit zu sprechen, ist einfach nur absurd. Viele Versicherte teilen übrigens diese Skepsis und weigern sich deshalb, ein Bild für die elektronische Gesundheitskarte einzureichen. Diesen Menschen drohen Sie jetzt mit dem Entzug sämtlicher Leistungen Ihrer Krankenkasse. Menschen wohlgemerkt, die ihren Beitrag bezahlt haben. Sie sollen jetzt nur noch ein einziges Mal eine Ersatzbescheinigung ausgestellt bekommen. Danach sind sie wie Nichtversicherte zu behandeln. Und das finde ich tatsächlich ist ein Skandal. Die Linke hat jetzt mit ihrem Antrag elektronische Gesundheitskarte stoppen, patientenorientierte Alternativen entwickeln, einen Gegenentwurf, der Datenschutz und Patienteninteresse ernst nimmt. Wir fordern Sie auf, dass Sie mal umdenken. Sensible Patientendaten dürfen unserer Ansicht nach nur auf den Rechnern der Leistungsempfänger gespeichert werden. Mobile Speichermedien wie USB-Sticks oder Karten sollten zumindest ergebnisoffen erprobt werden. Und damit hätten es die Patienten wirklich selbst in der Hand, wem sie ihre Daten offenbaren wollen. Das wäre ein moderner, ein dezentraler Ansatz. Wir schreiben die Freiwilligkeit und die Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten groß, und die Zwangsmaßnahmen wie die Verweigerung von Leistungen lehnen wir ab. Und was wir auch nicht wollen, ist, dass kommerzielle Anbieter mit ihren Angeboten in den Austausch der Gesundheitsdaten einbezogen werden. Gesundheit ist keine Ware, und meine Daten gehören mir. Vielen Dank. Der Abgeordnete Gröhe wünscht eine Kurzintervention.